Nächtlicher Luftalarm in der ukrainischen Hauptstadt. Russland hat in der Nacht zum Donnerstag mehr als 40 Raketen und ebenso viele Drohnen auf ukrainische Ziele gelenkt. Einwohner von Kiew brachten sich in U-Bahn-Stationen in Sicherheit. Die Angriffe zielten auf Einrichtungen der kritischen Infrastruktur in 5 verschiedenen Regionen. Solche Anlagen hat die russische Armee immer wieder angegriffen. Im März zerstörten Luftschläge mindestens 8 Kraftwerke und mehrere Dutzend Umspannwerke. Die Intensität der Angriffe, die auch auf Solar- und Wasserkraftanlagen abzielten, zwang Kiew zum Stromimport und weckte Erinnerungen an den ersten Winter des Krieges. Damals hatte ein russischer Luftangriff die Energieversorgung lahmgelegt. Russland erklärte, das Energiesystem sei ein legitimes militärisches Ziel und bezeichnete die Angriffe vom letzten Monat als Racheschläge, um die Ukraine für Attacken auf russische Grenzregionen zu bestrafen. Nach russischen Angaben hat die Ukraine Anlagen der Energieversorgung auf russisch besetztem Gebiet angegriffen. Kiew hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Nach den jüngsten Luftschlägen auf unterschiedliche Ziele in der Ukraine forderte der ukrainische Staatspräsident Volodymyr Zelensky erneut Luftabwehrsysteme von den mit der Ukraine verbündeten Staaten.